Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Willkommen Folge von zurück DayZ. um 18:30 Uhr hier mitten in der Woche DayZ spielst. Ja, eigentlich habe ich nicht so wirklich Zeit, weil ich Frau und Kind noch habe. Ach was, Ja, wie alt bist du? ich werde 27. Oh, krass. Ja, Krass, krass. aber meine Frau ist jetzt gerade nicht daheim mit dem Kleinen und ja, da habe ich mir halt gedacht, ich nehme jetzt mal ein bisschen die Zeit und nimm wieder ein paar Videos auf. Ja, und dann habe ich dich getroffen und jetzt chillen wir hier. Ich kann Ja, zwar nicht allzu cool. lange, weil ich dann später noch in die Nachtschicht muss, leider. Boah, ich habe morgen Frühschicht. Ah, Frühschicht ist ekelhaft. 5 Uhr wieder. Nee, 4:30 Uhr, glaube ich, sogar muss ich aufstehen. Ja, ich muss auch 4:30 Uhr aufstehen, wenn ich Frühschicht habe. Oh. Ja, ist schon hart. Ja, so ist das. So, ja, dann wärmen wir uns jetzt mal hier ein bisschen auf. Wir bekommen jetzt eigentlich, wenn wir lang genug hier sind, ein Plus bei unserem Thermometer und das hält so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Da können wir dann auch wirklich in die Kälte raus, ohne Klamotten und sowas. Das hält uns dann warm. Also Ach, du hast krass, da okay. sozusagen dann so eine 5 Minuten, ja, Speckschicht, sage ich es einfach mal. Ist es hier immer so, ist es immer so kalt hier in der See oder ist hier auch mal wärmer? Nee, es ist eigentlich, also hier am Anfang ist es eigentlich noch recht warm. Also du bist eigentlich tatsächlich sehr schnell aufgewärmt. Aber wenn du jetzt weiter in den Norden hochgehst, da erfrierst du. Also da brauchst du wirklich gute Klamotten dafür. Scheiße. Aber es gefällt mir auf jeden Fall, dass das hier so mit dieser, hier gibt es so viele Details, ja, Oh das ja. ist geil, das gefällt mir. Ja, alles wirklich, muss ja jeden kleinen Scheiß machen und so, ne? Oh ja. Ich habe jetzt hier irgendwie auch zwei Taschenlampen, keine davon funktioniert. Ja, die Aber das ist Taschenlampen kannst du komplett. eigentlich wegschmeißen, die brauchst du überhaupt nicht. Was ist das hier? K-Schulterstütze. Ist es hier auch so mit Gewicht? Wenn ich mehr dabei habe, Ja, brauche ich dann weniger zweimal Ausdauer. rumlaufen? Du hast dann weniger Ausdauer. Okay, ja dann. Links unten hast du halt Die deinen werden mich Stamina-Balken. eigentlich schon behalten. So, ich habe tatsächlich jetzt das Plus-Symbol beim Thermometer. Ja, ich auch. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir tatsächlich weiter, schauen, dass wir noch was zu essen Ja, finden. let's go. Hier zum Beispiel bei diesen Bäumen kannst du auch Äpfel und sowas finden, also Obst. Aber leider ist da nichts. Ich bin in dem Haus rechts von Ach dir. so, alles gut. Laufen wir mal da hoch. Ich tja. Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, und mit Alt machst du ja diesen hier. Kannst du es so umschauen, wie bei Arma quasi. Ja, genau. Wie sieht man das, wenn man sich mit dem Kopf umschaut? Mit Ja. Alt. Schau her. Okay. Oh. Oh, thank God. Cool. Hier ein Regenmantel, also Taschenmantel. Das sieht irgendwie echt schlecht aus mit Essen. Beziehungsweise ich höre gerade Rehe. Die könnten wir jagen. Oh. Mistgabel. Verbrennt die Hexe! Damit können wir sie erlegen. Wir führen das Reh auf den Schafottplatz und dann wird es einfach hier gelünscht, würde ich sagen. Oh ja. Scheiße, Mann, Apropos ey. gelöst, wo sind eigentlich die anderen Spieler? Ja, sehr komisch, dass da niemand ist. Da wäre noch eine Mistgabel. Nimmst du die nicht mit? Ist die nicht gut? Nee, ich habe eine Axt. Oh, hier wäre ein Cracker. Hier ist noch ein bisschen was zu Oh essen. mein Gott. Warte, ich werf's dir her. Ich hab's ja am Boden geschmissen. Ach, sick, vielen Dank. Du alte Drecksau! Oh mein Gott! Nein, hab ich gerade Nee, geschlagen. nee, hast du nicht. Ah, okay. Dann füge ich mir nochmal diese Cracker zu Gemüte. Ja, schauen wir hier noch die Häuser kurz durch. Ich glaube, die Rehe sollten auch gar nicht allzu weit weg sein, also die hören sich nicht weit weg an.
Ach, Freunde. Irgendwie mal wieder toll, Gesellschaft zu haben in DayZ. Oh, hier ist eine CR. Das ist eigentlich eine recht solide Sniper. Ist aber nichts drin. Also, würde ich tatsächlich sogar mitnehmen. Also, würde ich Brecheisen irgendwie. Nee, ich hab eine Sniper. Ich hab alles, was ich brauche. Du kannst das Brecheisen versuchen, irgendwie in den Rucksack zu stecken und dann kannst du die Waffe auf deinen Rücken packen. Ah, I see, okay. Ja, ich hab's auch im Rücken. Oh, nice. Okay. Nimmt die diese 380 ATP-Munition vielleicht? Nee, die braucht, glaube ich, die 76239. Ah, okay. Die ist eigentlich tatsächlich gar nicht selten, die Munition. Aber irgendwie haben wir überhaupt nichts gefunden. Oh, hier, Munition für dich. 762, Tatsache, oh mein Gott. Das ist genau für die Waffe. Und auch wieder gedrückt halten, ja? Ja, eher gedrückt halten. Du hast halt jetzt nur einen Schuss leider, den du laden kannst, weil du halt kein Magazin hast. Action. Ja. Also, du brauchst halt ein Magazin. Und die Munition muss einfach nur in meinem Rucksack sein, oder? Genau. Cool, hier ist ein Auto. Das ist nur die Tür. Nur die Tür hast du hier gefunden. Ah, okay, ja, so viel dazu. Ja. Okay, ja, schauen wir mal, dass wir vielleicht die Rehe jetzt erlegen, damit wir uns das Essen braten können. Aber ich höre die gerade nicht mehr. Was du halt auch im Wald finden könntest, wären noch Pilze. Die kannst du auch essen. Oh, würde ich nein sagen, sag ich dir. Also im Real Life esse ich keine Pilze, also. Nee. Echt? Ja, ab und zu mal Champignons. Das geht schon. Ich verstehe das nicht. Also Pilze sind doch extrem geile Stein, geile Steinpilze. Oder eine Pilzcremesuppe. Nee, da bin ich raus. Nee, das finde ich mega geil. Finde ich mega fit im Fall. Ich brauch's nicht. Also die Rehe müssten das genau vor uns sein. Vor. Okay. Soll mal hier meine Bumme raus? Ja, Gott sei Dank hast du jetzt Munition dafür. Ja. Sind die One-Shot? Auf dem Kopf, ja. Beziehungsweise ich glaube mit der Waffe aus 100 Meter, 50 Metern oder sowas sogar auch auf dem Brustkorb. Spieler vor uns. Hallo? Hands up, put your hands up. Fuck, die Waffe ist hängen geblieben. Nicht auf mich schießen, ja. Ich hab ihn gekillt. Wo ist er? Da. Oh, geil, ich bin fast tot, ich muss meine Blutung stoppen. Kannst du mir helfen mit der Bandage? Nimm die Bandage in der Hand und hilf mir beim... Wie mach ich das? Die Bandage, warte, hier, wunde Person behandeln. Wir kriegen das wieder hin! Geht's dir gut? Ja, okay. Okay. Knappe Nummer. Knappe Nummer, oh ja, du sagst es. Das war zwar kein Reh, aber es war irgendwas. Ja. Oh, der hat die Hühnersteaks. Die können wir uns braten. Oh ja, die können wir uns echt braten. Oh, der hat sogar einen Campingkocher. Da bräuchten wir jetzt noch ein Dings. Ein Gaskocher bräuchten wir. Da wäre noch Munition für dich. Das Messer, sonst würde ich mir das nehmen. Nee, nimm das Messer. Okay, dann hol ich mir das Messer. Lass mal gucken, wie viel habe ich denn jetzt hier noch in meiner Shotgun? 2 Schuss. Und in meiner anderen hatte ich... Nee, okay, dann muss ich mir noch bleiben. Ja, clean. Okay. Erster PvP-Encounter von meiner Seite. Sau geil von dir. Richtig geil. So. Wärmekissen. Oh mein Gott. Okay.
Ich nehme jetzt einfach mal eben kurz alles raus, was halt irgendwie wichtig ist. Ja, tu dir keinen Zwang an. Der hat sogar eine Armbrust dabei. Schwert, oh mein Gott. Hier wäre noch Munition für dich. Einmal für die Pumpgun und einmal für die Sniper. Ach, das Grüne da? Ja, einmal das Grüne, genau. Und die Sniper, wo? Die 76239, auch in dem Kaban drin. In der Jacke. Ah, ich sehe es. Okay, hier, okay, okay. Da habe ich jetzt 7 ganze Schuss. Ey, Manometer, was ich damit anstellen will. Okay, nice. Dann würde ich sagen, machen wir eben schnell ein Feuer und machen uns das Hähnchen, weil ich bin kurz vorm Draufgehen. Ja, wäre eine gute Idee. Ich kann auch was erinnern. Kochsalzlösung brauchen wir nicht, oder? Oh doch, die ist wichtig. Dann nehme ich die auch mal mit. So. Die Kochsalzlösung, die kannst du dir, also kannst du zu dir nehmen und die gibt dir extrem viel Wasser, gibt sie dir zurück. Okay. Der hat auch noch eine Pistole. Wolltest du die nicht haben? Nee, ich hab jetzt schon 2 Pistolen. Also wenn du die haben willst, kannst du sie nehmen. Ja, mehr ist immer besser, oder? Ja, also ich bin eigentlich schon so einer, ich müll mein Inventar komplett voll. Ja, ich momentan glaube ich auch. Was ist das hier? M-Log. Ja, das ist deine alte M-Log, die habe ich dir hergeschmissen, weil der hat da auch eine dabei. Ach so, okay. Was ist GPS-Empfänger? Was mache ich damit? Ja, brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Der hat sogar Batterien drin. Mein Gott. Die Batterien kannst du rausnehmen. Die kann man immer wieder mal gebrauchen. Ich habe auch ein Funkgerät. Handfunkgerät. Das hat keine Batterien drin. Ich mach die Batterie mal hier rein. Ja, und jetzt? Frequenzwechselung. So, ich hol schon mal Stöcke fürs Lagerfeuer. Ja, warte. Ich kann auch welche holen. So, hier Stöcke. Da sind wir. Ja, jetzt brauchen wir nur noch. Wir bräuchten jetzt nur noch 2 lange Stöcke. Wo kriegt man die her? Aus dem Busch, den du jetzt gerade zerpflückst. Okay. Ah, richtig geil, dass du den echt erwischt hast. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab ihn einfach mit der Shotgun irgendwie in die Kimme gelaufen. Ja, lauf. Zerbrechen, oder? Nee, die behältst du, die langen Stöcke. Die nimmst du einfach jetzt in der Hand mit, einen. Ich kann nur einen mitnehmen. Ja, passt. Und dann laufen wir mal nach oben, damit uns keiner sieht beim Lagerfeuer machen. Mhm. Ja, ich brauche jetzt dringend was zu essen, weil sonst geht mein Leben gleich wieder runter. Ja, meins geht jetzt schon runter. Ja, wir brauchen eine etwas gerade Fläche. Naja, immerhin hat er 2 Hähnchenstücke dabei gehabt. Warum hat er nicht mal mit uns geredet? Ich weiß es nicht. Reden ist so eine Sache in Daisy. Ist ganz schwierig. Okay. So, ich glaube, hier könnten wir so langsam ein Feuer machen. Sieht doch nach einem gemütlichen Fleckchen aus, sag ich dir. Hier, oder? Komm mal. Ja, das passt. Ich hol noch eben kurz Baumrinde. Was mache ich? Einfach nur kurz warten. Ich mach's gleich. Okay. Na, Schlagring mach ich auch mal weg. Ah, Messer. Hier, komm. Hab ich jetzt auch eins.
mein Gott, aber man hört ja sogar die Bäume knarzen, mhm, die Windbeugen. Geil, geil. Helfen. Hast du im echten Leben, Manometer. Hast du jetzt ein Messer eigentlich? Ja, ich hab ein Messer. Dann nimm mal das Messer, also kombinier mal das Messer mit dem langen Stock. Ja, kombinieren. Und jetzt kann ich aufteilen. Oh, okay. Nee, anspitzen. Also du musst dann scrollen. Oh Gott. Wie du dann immer so hektisch wieder wegrennst. Ich würde nichts, dann ist der Stock halt futsch. Ah, schärfen? Schärfen, okay. Genau. Jetzt aber. Ich leg dir mal die zwei Hähnchenteile hier auf den Boden. Dann kannst du ein Hähnchenteil damit aufspießen. Mhm. Und wenn das Feuer dann brennt, kannst du Linksklick gedrückt halten beim Feuer und dann das Hähnchen braten. Wie spieße ich das auf? Da musst du das Hähnchen sozusagen auf den Stock ziehen. Achso, nehmen, ah, okay. Ja. Genau. Nehmen, kombinieren. Ah, oh mein Gott, das ist sick. Hörst du eigentlich auch die Musik an? Weiß ich gerade gar nicht. Diese leise Video hört sich auch sehr geil an. Achso, ja, doch, die habe ich auch an. Sorry, ich habe dich nicht verstanden. Jetzt. Was mache ich nun? Jetzt hältst du das Fleisch übers Feuer. Also Linksklick gedrückt halten. Ah, rösten, okay. Ja, genau. Okay, oh mein Gott. Muss ich das die ganze Zeit gedrückt halten jetzt? Oder? Ja, gedrückt halten, bis einmal der Kreis durch ist. Dauert ungefähr, ich glaube, ich habe es letztes Mal ausgerechnet, 37 Sekunden oder so. Ah, okay, ist gut. Ja, so. Das madige Wetter hier macht mich echt wirklich kaputt. Ja, bei uns auch. Wo kommst du her ungefähr? Nähe Regensburg, Bayern. Bayern, oh krass. Ja. Einige Kumpel, die in Bayern studieren, in Erlangen. Ah, okay. Falls dir das was sagt. Ja, ja, klar, sag mir das was. Ja. Und du? Ja, aber ich komme so Rheinland-Pfalz, also. Ah, okay. Ja, so ein bisschen. Warte mal, der Kreis ist schon einmal durch, kannst du schon essen? Ja. Jetzt kannst du aufhören zu braten. Okay. Weil wenn du jetzt nochmal den Kreis durchlaufen lassen würdest, dann würde es verkohlt sein. Okay, okay. Das ist makellos. Manometer. Also jetzt läuft schon ein Stock wieder weg hier. Mit dem neuen Update, was dann rauskommt, bei 1.2.6, kannst du kein heißes Fleisch mehr essen. Weil jetzt das Fleisch hat 70 Grad, das wäre zu heiß. Jetzt ist es noch okay. Hm, okay. Scheiße. Wird ja immer schwieriger. So, jetzt geht man hoch. Geil. Immerhin jetzt ein bisschen was zwischen die Kiemen. Ja, Teddybär kann man nicht braten. Ich schau mal, ob irgendwo vielleicht Pilze rumliegen. Ich höre auch mittlerweile die Rehe leider nicht mehr. Ja, ich glaube, die haben wir verschreckt. Ja, das kann gut möglich sein. Ja, ich glaube, hier sind keine Pilze. Oh doch, ich habe einen. Ah, aber verdorben. Scheiße. Ja, Pilze wachsen ja immer so unter Tannen, ne? Ja. Da, wo die Nadeln immer runterfallen. Bist du ein Pilzsammler? Ich gehe manchmal Pilze sammeln, ja, Steinpilze. Oh, cool. Das finde ich ganz urig, ja, ne? Kann man ja, ich... lang gehen. Ist ja auch eine Experience, ist ja auch eine... Natürlich. Also selbst wenn man die Pilze nicht isst, ist es ja einfach so, ne? Ein bisschen rausgehen, ein bisschen Schabernack treiben. Ja, ja, ich habe das damals auch mit meinen Eltern gemacht. Mhm. Aber, ja, jetzt habe ich nicht mehr das Interesse. Jetzt gehe ich lieber zum Angeln. Angeln? Oh mein Gott, ich wollte auch mal einen Angelschein machen, aber... Mega geil. Ja, ich also ich bin öfter mal in Italien, da braucht man halt keinen. Das ist halt ganz cool. Oh ja, das stimmt. Da, bra-
brauchst du nur eine Lizenz für das Gewässer und im Mittelmeer kannst, genau. du, kannst du eigentlich, ich glaube, ab abends kannst du immer an. Ich habe mir jetzt gerade mal eine Multivitamintablette reingeschmissen, damit ich jetzt den verdorbenen Pilz essen kann. Ah, weil hier ausgekommen hat. So, eigentlich wollte ich ja hier rechts weitergehen, also wieder zurück, weil da ist ein Jägercamp und da gibt's halt extrem geile Klamotten. Okay. Ja, hört sich gut an. Aber es wird halt meistens immer totgelootet sein. Aber ein Versuch ist es wert. Ich habe jetzt übrigens eine Pistole auch mit einem Schalldämpfer. Hühnerfedern, brauchen wir die? Nee. Okay, dann. Oh, warte mal. Nee. Wir müssen. Ah, nee, wir müssen noch ein Stückchen weiterlaufen. Okay. Wir sind noch ein bisschen zu früh. Wir müssen noch ein Stückchen, genau. Ja, ich kann halt jetzt leider absolut gar nicht sprinten. Ja, bei mir geht das Essen auch schon wieder. Es ist schon wieder gelb. Also ja. wie viel muss der denn essen, ganz ehrlich? Das ist doch komplett. Das ist doch jenseits von gut und böse. Ja. Ich habe gerade hier dicke Hühnerbrust gegessen. Genau, dicke Hühnerbrust. Das waren gerade mal 50 Gramm. Ja, das sollte ja mal reichen, ganz ehrlich. Der Kerl hier ist ja nicht in der Massenphase. Ja, wenn man halt ein Reh erlegt oder sowas, dann reicht es halt erst einmal. Was halt auch extrem geil ist, ist halt hier angeln in DayZ. Weil Fische geben extrem gut Nahrung. Oh, warte mal, wir könnten fischen. Ich brauche ein bisschen länger. Kannst du mal nochmal zu dem toten Spieler zurücklaufen? Und kannst ihn in Stücke zerteilen? Also mit einem Messer? Ich weiß, ein bisschen asozial, aber jetzt lasse ich dir hier die Drecksarbeit machen, weil ich hier der Erfahrene bin. Aber kannst du ihn mal zerstückeln und seine Knochen und seine Innereien mitnehmen? Spieler vor uns. Oh mein Gott. Nicht schießen. Hello. Hello, hello. Hello. Can you speak English? Yes. Man, do you have anything to eat? You're really struggling. Do you have anything? Moin. Ich hasse Russen ohne Scheiß. Also 100 Pro hat er keine Muni da drin, sonst hätte er es umgebracht. Oh, der hat einen Campingkocher. Der Muni drin? Oh, der hat was zu essen. Der Muni drin? Ja, der hat Munition gehabt. Oh nein. Scheiße. Ah, nee, der ist tot. Ey, hatte der safe Muni gehabt? Ja, der hatte Munition tatsächlich. Och nee, jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Hä, warum? Ja, keine Ahnung, weil ich dachte so, 100 Pro hat er einfach keine Muni drin, deswegen schießt er nicht auf uns, weil so Russen sind normalerweise gegen Deutschen über halt immer negativ gestimmt. Oder? Ja. Hey, oh, schau mal, was ich hab für dich. Hier, neben ihm. Da ist ein ich hab dir ein Magazin hergelegt. Magazin? CR527, das ist oben bei der Pistole. Das ist für deine Sniper. Ah, ja. Oh mein Gott, schön. Fällt mir. Und die Axt, soll ich die Axt nehmen gegen das... gegen die Brechstange? Ja, definitiv. Okay, dann nehme ich mal die Axt. Kann man Sachen im Inventar auch drehen oder sind die nur so, wie sie sind? Ja, mit Leertaste kannst du es drehen. Jetzt muss ich selber gerade schauen, wie es geht. Okay. Sick. Er hatte auch eine Sportler. Naja, also ich fühle mich jetzt schon schlecht. Guck mal, wie lange ist der hier hingelaufen? Ich nehme ihn mal auseinander, okay? wie geil du gerade so runtergeschaut hast in meine Augen und ich hoch zu dir. Oh mein Gott, was ist das denn? So, also wir nehmen uns jetzt einmal Knochen. Also ich nehme mir... Können wir nicht einfach das Menschensteak essen? Nee, du wirst krank dadurch. Und dann stirbst du irgendwann. Also, du nimmst jetzt mal die Innereien in die Hand. Knochen, Fett, Innereien, ja, okay. Die nimmst du jetzt, genau. Und jetzt tust du mit einem Messer
kombinieren und stellst damit ein Seil her. Kombinieren. Bah. Okay. Ja, also ich fühle mich schon schlecht, oder? Nein, alles gut. Oder nicht? Ja, nee, guck mal, ich meine, weil wie lang ist der Kerl jetzt hier, wie lang hat er wohl gebraucht, um das Zeug da zu sammeln? Das war nicht lang. Vielleicht maximal 10 Minuten, 15 Minuten höchstens. Ja, okay. Okay, so jetzt. Dann ist ja noch in Ordnung. Jetzt nimmst du das Seil. Das liegt irgendwie auf dem Boden. Ja, ich hab ein Seil, ja. So, und jetzt holen wir uns einen langen Stock. Aha, aha. Einen Moment, ich guck grad noch, ob der was hat. Der hat noch ein der hat noch so ein Magazin. Ich geb dir mal was zu trinken. Das hat auch Zucker drin, also so süße Getränke geben dir auch Nahrung. Ja. Warte, ich kann gerade irgendwie keine. Ah, jetzt kann ich es aufnehmen. Turnschuhe, Winterhaube, Jeanshose. Okay, Getränk. Ich hab's dir verabreicht. Ach so. Mir über den Kopf geschüttet. Ja, genau. So, jetzt holen wir uns da unten einen langen Stock und dann bauen wir uns eine Angel und dann holen wir Fische. So, ich grab mal eben ganz kurz nach Würmern. Damit musst du, also musst einfach mit einem Messer auf den Boden schauen und dann kannst du Würmer ausgraben. Ja, warte mal, ich lade mal kurz meine Shotgun nach. Hab ich, glaube ich, noch gar nicht mehr. Oh nein, warum hab ich. Ich hab nur noch einen Schuss für die. Warte. Ah, jetzt hab ich auch noch. Ah, okay, alles gut. Wie schaut's mit deinem Essen aus? So, bist du noch auf Gelb? Stock? Ich bin noch auf Gelb, ja. Okay, sehr schön. Drei nach oben aus irgendeinem Grund. So, langer Stock und Seil. Langer Stock und Seil kombinieren. Zack, bam. Improvisierte Angel. Einfache Angelroute. Genau. Vor dir liegt auch der Haken mit Köder. Den kannst du jetzt dran machen. Den ziehst du unten links auf den Slot oder kombinieren. Nehmen. Kombinieren. Ah, okay. Dann gehst du hier ans Wasser ran und dann. Beginnen. Genau. Ich fütter dich mal. Gott, das ist sick. Jetzt wieder keinen Zwang an. Danke. Mein Essen ist übrigens mittlerweile auf Weiß. Oh, mein Gott. Ja, hier richtiger Reichtum. Ah, du hast Gummistiefel geangelt. jetzt hast du keinen Köder mehr. Oh nein. Wir müssen jetzt noch ein paar Würmer ausgraben. Kann man nicht irgendwie das Menschenfleisch nehmen? Wo sind die Gummistiefel? Die sind genau unter dir. Ah, I see. Aber die sind demoliert. Also ja, nee. Meine makellosen Sneaker. Okay. Nee. Ich gebe dir mal den Regenwurm. Jetzt musst du bloß den Angelhaken aus der Angel entfernen, in dein Inventar rein. Ja, und den denke ich dann damit kombinieren. Genau, dann musst du den Angelhaken in die Hand nehmen und dann kombinieren. Okay, also dann leg ich die Angelroute wieder weg. Genau. Oh mein Gott, okay, ich muss mich da echt noch reinfinden. Aber das geht schnell. Den Haken wieder ab, das hier rein, zack, und dann kombinieren. Ah, improvisierter Angelköder, okay. Hast du zufälligerweise Discord? Ja, logisch. Weil ich habe auch einen Discord-Server. Wenn du willst, kannst du dem beitreten und dann können wir über Discord auch gerne quatschen, weil über DayZ halt zu quatschen ist halt ein bisschen, weiß nicht. Ja. Ja, logisch. Logisch. Kann man machen. Wie komme ich da drauf? Warte, ich angel erstmal hier. Was hab ich jetzt gefangen? Du angelst jetzt einfach sozusagen, bis er automatisch abbricht. Wenn er automatisch abbricht, dann hast du was gefangen.
Okay. Also einfach immer, okay, immer gedrückt halten. Ich hab dir gleich mal noch einen Angelhaken fertig gemacht. Oh, danke, danke. So, jetzt habe ich leider kein Messer mehr. Nee, aber der arme Russe, oh mein Gott, vielleicht war das der eine freundliche Russe, ich habe schon den ganzen Zeit umgebracht. Und jetzt ist er auch auf die böse Seite gewechselt, weißt du, er hat jetzt hier eine negative Experience gehabt. Nee, nee. Mein Villain oder so. Nee, nee. Ich glaub, der hat es schon so oft erlebt. Der wollte jetzt einfach nur abhauen, weil er hat gesehen, wir sind 2 gegen 1, er hat keine Chance. So, er hätte uns, also wenn er alleine gewesen wäre mit dir, er hätte dich abgeknallt. Ja, okay. Nee, hast auch wieder recht. Klar, ein bisschen assi war es schon, weil wir halt gesagt haben, wir schießen nicht. Aber ganz ehrlich, ich wollte ihn auch abschießen. Ja, okay. Dann waren wir ja auf derselben Seite. Genau. On the same page. Mein Gott, wie lange dauert das? Muss ich vielleicht näher ins Wasser rangehen? Nee, normalerweise nicht. Bei mir angelt der da einfach irgendwie in der Wiese rum. Bei mir auch, also man sieht's. Ich gehe vielleicht mal ein bisschen näher ran, oder? Hast du überhaupt noch einen Köder dran? Schau mal nach. Oh mein Gott, da war gar kein Köder dran. Deswegen. Oh mein Gott. Hä? Nee, doch. Knochen, Angelköder? Ach, herstellen. Kombinieren? Hä? Der liegt. Ach, du hast mir doch. Oh mein Gott. Ich hab dir einen Köder gar nicht dran gemacht. Den du... Ja, okay, sorry, mein Fehler. Alles gut. Jetzt kommt aber hier dicke Marende. Pass auf. Also hier kommen nur Karpfen raus. Aus solchen Tümpeln. Ja. Karpfen. Ist es nicht so, dass Karpfen gar nicht in so Fließgewässern sind? Doch, doch. Ach so, ja, okay. Hier in Italien, da konnte man immer so Tintenfische fangen. Und dafür hatte man so einen speziellen Köder. Das war wie so ein umgedrehter Regenschirm, aber halt, musst du dir vorstellen, unten am Regenschirm waren dann so Haken dran. Ne? Du hast einen Karpfen das war gefangen. So ein Tintenfisch. Ah ja, oh das kenne ich. Jetzt kannst du den Karpfen zerstückeln. Okay, so. Ja, nicht mit der Pumpgun. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich die gerade in die Hand genommen habe.